Hallo liebe Wassersportfreunde, heute sprechen wir über die bekannten Yachthersteller, über Standardyachten und sogenannte Maxi-Yachten. Was sind die Unterschiede der namhaften Werften und wie positionieren sie sich auf dem Markt? Das Thema teilen wir in drei Teile. Heute Teil 1 und die nachfolgenden Wochen Teil 2 und 3. Los geht's! Hier sehen wir eine Segeljacht von Bavaria. Ich würde sagen, dass alle Segeljachten in zwei große Kategorien unterteilt werden können. Vom Preis her erschwingliche Segeljachten und nicht erschwingliche Segeljachten. Grob gesagt, der Volkswagen und der Ferrari. Über Ferrari erzähle ich dir auch ein wenig, aber die wichtigsten Werften, welche die meisten Menschen in ihrem Leben treffen werden, sind Bavaria Yachts, Jeannot, Hanse Yachts, Dufour und Beneteau. Die berühmteste und größte Werft ist Bavaria Yacht GmbH. Sie war die erste, die auf die Idee kam, Yachten am Fließband zu bauen. Und fast alle Bavaria Yachten sind sich sehr ähnlich. Dementsprechend sind sie auch die günstigsten. Fließband ist vielleicht ein bisschen salopp gesagt, ja eher Inselfertigung, das trifft besser zu. Bavaria Yachts ist einer der größten Hersteller von Segeljachten und Motorbooten in Europa. 1979 ist das Jahr, in dem Bavaria als Hersteller von Segel- und Motorbooten in die Welt des Wassersports eintrat. Von Anfang an war das Motto von Bavaria, Segeljachten zu bauen, die Preis und Leistung optimieren. Diese Werft ist bekannt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sie hat eine breite Palette von Modellen. Sie stellen sowohl Segelboote als auch Motorboote her. Bavaria Cruiser, Bavaria Exclusive, Match, Holiday sind einige der bekannten Modelle von Segelbooten von Bavaria. Die heutige Palette umfasst die C-Baureihe, Cruiser, Vision und Easy. Viele Modelltypen werden auch gebraucht angeboten, wie zum Beispiel Bavaria 32, 36 oder 44. Die Katamarane werden unter dem Namen Nautitech in Rochefort, Frankreich produziert. Obwohl Bavaria Yachtbau als Segelboothersteller begonnen hat, sind heute auch die Motorboote sehr zahlreich verbreitet. Bavaria Yachten sind als typische Charterjachten im Segment der Mittelklasse aufgrund ihrer guten Segeleigenschaften und kostengünstigen Bereitstellungspreises für Fahrtensegler weit verbreitet. Die zweitbeliebteste Werft heißt Jeannot. Das ist eine französische Marke und sie produziert ziemlich gute, einigermaßen erschwingliche Yachten. Dazu möchte ich noch sagen, dass die größte Charterfirma, die britische Firma Sunsail, baut ihre eigene Flotte, die Sunsail genannt wird, auf der Basis von Jeannot-Yachten. Jeannot hat Yachten namens Sun Odyssey und basierend auf diesem Typ baut Sunsail eigene Boote namens Sunsail, womit alle Sunsail-Basen auf der ganzen Welt ausgestattet sind. Die nächste berühmte Werft ist Hanse Yachts AG. Das ist ein deutscher Sportboothersteller mit Sitz in der Hansestadt Greifswald und wurde 1990 von Michael Schmidt gegründet. Was diese Yachten von allen anderen unterscheidet, ist, dass es sich um eine Art IKEA-Yachten handelt. Diese Yachten haben ursprünglich die Ideologie des Ein-Mann-Managements oder Ein-Hand-Segelns. Das heißt, während du am Ruder sitzt, kannst du gleichzeitig die Segel bedienen. Das ist einerseits sehr praktisch, da man nirgendwo hinlaufen muss. Jedoch, wenn man eine Crew hat, kommt es zu einem Durcheinander und hindert dich beim Steuern, da alle Schoten in der Nähe des Steuerstandes sind. Aus Bequemlichkeitsgründen ist dieses Boot für eine Person oder für eine Familie sehr praktisch. Und im Gegenteil, wenn du die Besatzung mit einigen Aktionen beschäftigen musst, dann entsteht ein Problem. Ein anderer Unterschied zwischen diesen Yachten und allen anderen ist, dass Hanse Yachts etwas spitzer am Wind laufen können. So viel für heute und nächste Woche sprechen wir über die Hersteller Beneteau und Dufour. Unsere Videos sind jetzt teilweise etwas kürzer geworden. Das hängt damit zusammen, dass wir aktuell sehr intensiv an der Entwicklung von neuen SSS und SHS Online-Kursen dran sind. Das zehrt natürlich an den Kapazitäten, aber nichtdestotrotz ist eine mehrteilige Doku zum Thema Geschichte des Yachtsports in Arbeit, welche in 2 Wochen fertig sein wird. Bleib gespannt, ich hoffe, die Doku wird dir gefallen. Ansonsten freue ich mich über ein Like und ein Abo von dir und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und ciao!